aber ich mache in dieser Frage aus meinem Herzen keine Mördergrube. Es geht nicht an, dass unsere Schulart in Mainz ständig zur Disposition gestellt wird. Im letzten Herbst hieß es, eine Realschule plus ist zu viel. Kurz vor Weihnachten brauchten wir wieder alle Realschulen plus, weil sich die Schülerzahlen gewandelt haben. An Fastnacht wird überlegt, ob die Realschule plus zu einer IGS gemacht werden soll. An Ostern soll dann zuerst ein neues Gymnasium gebaut werden. All diese Überlegungen gehen auf die Kappe von unserer Schulart. Wir sind kein Spielball von unausgegorenen parteiinternen Planspielen. Wir brauchen Ruhe zum Arbeiten und keine Diskussionen, die Eltern verunsichern. Wir haben gerade... Wir haben gerade in den vergangenen 2 Jahren eine immense Leistung vollbracht. Eine Leistung, die wir auch nicht an die große Glocke gehängt haben. Günter Beck hat es angesprochen. Ich möchte das nochmal tun. In Mainz mussten in den vergangenen 2 Jahren, also seit Beginn der Flüchtlingskrise, insgesamt 350 Schülerinnen und Schüler als Geflüchtete in unseren weiterführenden Schulen aufgenommen werden. Ich sage weiterführenden Schulen. 350. Ich sage Ihnen ein paar Zahlen. Ich mag Zahlen eigentlich nicht, aber hier sind sie angebracht. 46 Schüler davon wurden von den 3 IGSen aufgenommen. Das sind also 3000 Schüler, die etwa haben, 46. 47 Schüler an den 7 Gymnasien, 4 an der Waldorfschule, 9 von 5 kirchlichen Schulen aufgenommen. Bei 9 Schülern war also die christliche Nächstenliebe ausgereizt. Aber jetzt die Zahl, die einiges aussagt. 244 Schülerinnen und Schüler gingen und gehen an die 4 Realschulen plus. Das heißt, wir haben mehr als doppelt so viele Schüler aufgenommen wie alle anderen weiterführenden Schulen zusammen. Und das heißt was, und dafür finde ich sehr dankbar, Günter, dass du das erwähnt hast und uns da gewürdigt hast. Vielen Dank. Applaus